Stege, wir sind an einem Punkt angekommen, wo mich dein Stream-Hintergrund so unfassbar sauer macht. Wegen was? Wegen was? Wegen was? Am nervigsten ist dieses DVD-Logo, Bro. Warum? Warum? Ist zu stressig. Seife? Oh mein Gott, wie er schon ready hat. Nein, also ich habe hier Seife, Slime und Subway habe ich immer auf Quick. Oh mein Gott. Nichts davon oder ja? Mach nichts davon. Oh mein Gott, Digga, gleich sind alle Zuschauer weg. Danke. Nein, nein, glaub mir, das wird dir auf Longtime helfen, zu mehr zu schauen. Nein, hätte ich eine Facecam? Ja, ich habe diesen scheiß Wichser rechts unten. Guck mal, wie er grinst. On God, ich sag dir so, wie es ist, Bro. Hättest du nicht dieses Subway und die Seife und dieses DVD-Logo, hättest du mehr Zuschauer. No way. Fest von überzeugt. Glaubst du echt, wenn ich es weglasse, dass da mehr Leute da sind? Ja. Aber ich habe das ja nicht immer, ne? Immer wenn ich reinschalte. Echt jetzt? Ich will jetzt nicht deinen Stream roasten, aber ich würde es wegmachen, ja. Ja. Ja, nee, ich denke jetzt drüber nach. Ich hab manchmal so das Gefühl, weißt du, wenn halt wenig passiert, dann muss man irgendwas machen, dass halt irgendwas sich bewegt. Ich check, wo du herkommst, auf jeden Fall, ja. So, weil es ist halt, die fehlende Facecam ist krank. Ja. So, Aber es ja, passiert zu gut. viel. Vielleicht sowas wie ein bewegender Hintergrund oder so. Weißt du, so Wallpaper Engine, irgendwas Schönes, Ruhiges. Ja. Oder eben eine Seife. Also ich würde es wegmachen. Nee. Ich ahne es nicht so. Ich finde es ein bisschen so überladen, weißt du? Ja, Aber okay, ich würde also auch genau überladen ist diese es Art nicht so. TikTok würde ich halt auch wegmachen. Also du würdest auch die überladenen TikToks direkt wegswipen, Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Nee, ich checke schon. Also Es fühlt eben, es sich ist an, ja als auch. würde man verblöden dabei. Also tut man bei dem Stream, es fittet schon, aber. Ich kann nichts dagegen sagen. Ja, bei meinem doch auch, what the fuck. Ja, Ich würde lieber deinen Chat einblenden irgendwo. das stimmt. Ja. Ich finde, ja, Chat ist auch besser. Normalerweise ziehe ich immer Chatterino einfach rein, Also, weißt no, du? no joke, Mann, ich will jetzt nicht deinen Stream-Trash-talken. Ich will wirklich nicht Nein, ärgern nein, sein. ich check. Aber ich Ich glaube, find's. wenn du deinen Stream slightly more clean-looking machen würdest, dann wird dein Channel mehr abgehen, in meiner Opinion. Weil du damit eine größere Masse abholst, you know? Du holst mit der Glaubst du? Seife, holst du die 14-Jährigen ab, aber ohne die Seife holst du alle ab. Du bist ein Aber ich. ultra-entertaining-Typ, Bruder. Du brauchst die Seife nicht. Du bist mehr als die Digga, Seife, Bro. ohne die Seife bin ich nichts. Die Seife hat mich groß gemacht, die hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Die Seife, wir sind durch dick und dünn gegangen. Minecraft Create und alles. Bro, es kommen immer so Klaus Teller kam letztens rein. Ich kann. Nee, weiß Ey, nicht, aber wie die der Leute in Moment deinem Chat schreibt. feiern das anscheinend. Also manche schreiben true, deine Chat schreibt nein. Ja, Also, also you know? die sind wahrscheinlich auch dumm einfach schon. Das kann halt auch sein. Ja, Oder das dass kann die auch sein, wirklich ne? schon. Oder dass die Schlauen schon wieder weg sind. Maybe, Weißt du? Nee, wo ich immer diskutieren muss, ist DVD, weil das hassen mittlerweile wirklich Ja, Leute. das DVD ist Arsch. No Justice ist das Schlimmste, for real. Aber weißt du, was daran halt echt gut ist? Und ich sag, das ist wirklich so: Leute bleiben länger, weil sie gucken wollen, wann es ins Eck geht. Ich check das, aber das machen die einmal und beim zweiten Mal nervt. Ja, aber weißt du, was ich denen sag? Was? Warte, kann ich Du das Hurensohn. reinziehen? Nee, guck mal, ich zeig mal. Du Hurensohn, Ich abonnier. löse jetzt das Rätsel, guck mal hier. DVD ist das Video maximal hier 5 Minuten lang, ne? Ich sag denen immer, ja, das Video ist viel länger, also das ist viel länger, das ist fast schon Anime, das dauert so 30 Minuten und dann siehst du es einmal. Dabei ist es nur 5 Minuten, das ist immer geloopt, ne? Das wissen die gar nicht. Vollidioten. Die sind so doof, die denken dann immer, ja, okay, so in 10, 20 Minuten passiert es wieder. Dabei ist es 5 Minuten immer wieder das Neue. Digga. Boah, ich könnte sogar das Ding vorspulen lassen. Hier, Wichser, guck dir das mal an. Sorry. Alle sind jetzt sauer. Alle gehen jetzt. Jetzt habe ich die auch den verkauft, die wegen DVD da geblieben sind, weißt du? Jetzt habe ich alle verloren. Nee, aber for real, ich bin ziemlich fest davon überzeugt. Du, also das Ding ist halt, ich glaube, je älter Leute sind, desto weniger feiern die das halt. Ja, ich glaube auch, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, auch da, meine Agenda die letzten Monate waren, ich brauche ein bisschen jüngeren Chat. Oh, okay, warum? Weil ich finde, ich hatte Boomer. Weil du. Ah, okay. Also, ich habe wirklich versucht, das kann ich glaube ich Chat auch so zustimmen, so, wir haben immer noch sehr viel zu Erwachsene, so, ich glaube, deswegen hat ja auch der Stream so lange gedauert, weil ich halt eher so, ich nenne die immer liebevoll Wale zum Beispiel. Also, habe ich dir ja schon mal gesagt. Ja, so nennen Also. die das auch bei so Mobile Games, Bro. Die so richtig krass, Digga. Liebevoll. Digga, oh mein Gott, Bro. Ich will sogar Wahl-Emote gucken, wenn ein Wahl wieder da ist. Das sind halt so im Ältere, die aber halt einfach Cash ohne Ende irgendwie haben. Ich weiß nicht woher. Die arbeiten, die was richtig ist. Und Ist eben. das dumm. Und wir hatten so wenig so Abfucker-Kids, die so einfach so reinschreiben: Guck mal, was bei Hugo passiert. So, checkst du so irgendwie. So, die hatten wir irgendwie gar nicht. Und ich habe gedacht, Ah, so, okay. ich brauche mehr so. Ja, so Ich brauche paar. mehr so. Ja, ich check, was du meinst. So paar junge Hüpfer. Ja, Also genau. so aktive Chatter, die noch mit dem Zeitgeist gehen. Ja! Ja, check ich. Genau, das ist komplett und so. Deswegen haben wir auch vieles uns so versucht umzustellen. So gedacht, so, nee, wirklich, Check. wir machen hier.
Wir machen keine cozy Spiele mehr zu früh zum Beispiel. Also, weißt du, fickt euch cozy Spiele. Lieber, dann geh ich lieber auf TikTok einfach. Ich verstehe das, ja. Also, cozy Spiele ist auch eher Abendstuff. Also ja, das check ich. Wenn du, je mehr cozy Games du machst, desto mehr gucken Leute dann eher. Digga, was passiert da rechts mit dieser Animation, wenn da gesubbt? Das war irgendwie Sub-Alert. I don't know. Also ich glaube, dass viele Leute sich so denken, Bro, das sieht mir ein bisschen stressig aus. Ja, also glaube ich auch. Also, okay, das stimmt schon. Ich glaube, ich würde also eher sowas fühlen. Stell dir vor, pass auf, Folgendes. Da passiert auch was. Aber stell dir vor, einfach bei diesem Screen, wo du den Chat eingeblendet hast, einfach ein Lagerfeuer. Ja, guck was mal, so auf Chillo am Knistern ist. Also, und dann den Chat drüber und dein Charakter rechts unten. Game Changer. Aber das ist mal, zu das, viel. Wer ist er, Bro? Das hier ist normalerweise mein Background. Digga, das ist jetzt mein Alert. Holy shit. Das, was du jetzt im Hintergrund siehst, ist ein Alert wegen Sub. Bro, es passiert so viel. So, jetzt aber nicht, hör. Guck mal, jetzt ist Alert vorbei. Ja, check ich. So, jetzt geht's eigentlich, oder? Ich finde das cool, ich würde das nur nicht machen. Man, ich will jetzt nicht so der Backseat-Stream-Arzt sein, aber ich würde nicht der, Ich würde den Chat gerade machen, ich würde das Open-End-Stream ein bisschen kleiner machen. Ja. Und ich würde vielleicht ein, zwei Sachen hier removen von dem Ding, aber an sich würde ich so lassen, den Look. Ja. Ich habe halt irgendwann so gecheckt, ich hasse es mittlerweile, so ein Aesthetic-Arzt zu sein, der so perfekt angepasste Alerts so hat. Also weil ich finde so meine Alerts, ich habe da super getryhardet und so. Ja. Und ich habe halt auch so die ganzen Szenen und so, haben halt eigentlich alle so perfekt gepasst und so mit so Papierlook und so. Und dann habe ich gedacht, Digga, ich habe keinen Bock mehr, der Typ zu sein, der so darauf geht, so einen coolen Look zu haben. Sondern ich will lieber einen guten Stream, ein gutes Entertainment haben irgendwie. Und es, finde ich, wirkt oft chilliger oder es wirkt oft so mehr aus dem Handgelenk. Wenn man nicht so drauf tryhardet irgendwie. Ich weiß nicht, ob du fühlst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, aber es gibt einen Unterschied zwischen, man lässt es Amateur wirken und es ist zu much, weißt du? Ja. Also ich glaube, dass ich auch so ein bisschen in diese Richtung gehe, dass es alles ein bisschen amateurmäßig aussieht. Ja, hätte ich auch. Aber das ist auch cool, geil. Und ja. Ich habe damals die Story von dir in Erinnerung gehabt, als du deinen Facecam-Rahmen geändert hast oder weggemacht hast und dann halt eben nur noch... Ja, mein ganzer Chat hat es gehasst, aber ich finde, es ist der beste Change, den ich je gemacht habe. Finde ich auch. Ich finde es noch besser eben, genau.